Hallo liebe Freunde, herzlich willkommen in meine Kalinkas Küche. Heute möchte ich gerne mit diesem wunderbaren Unkraut, wie wir es nennen, und bekämpfen in unserem Garten, diese Pflanze Giersch, einen Salat zubereiten. Ein Reissalat. Und da kann man natürlich nicht nur Giersch reinmachen, sondern auch andere Wildkräuter dazu machen und einen schönen, leckeren, gesunden, volle Vitamine Salat. Und so sieht er aus. Das ist heute meine Variante. Sonst, wie immer, die Salaten kann man immer umändern nach eigenem Geschmack und Laune oder was gerade den Kühlschrank gibt. Und wenn ihr Interesse habt, wie habe ich heute meinen Salat gemacht, dann bleiben Sie bei mir und ich werde euch es zeigen, Schritt für Schritt, wie immer. Viel Spaß! Bevor wir anfangen, jetzt einen Salat machen mit diesem wunderbaren, kann man sagen, Gemüsekraut, Giersch, was wir nennen natürlich Unkraut und bekämpfen in unseren Gärten. In Wirklichkeit ist es so ein nützliches Kraut, Giersch. Giersch gehört zur Familie Doldenblüter und hat unglaublich viele Inhaltsstoffe, was für unseren Körper sehr wichtig und eigentlich helfen bei solchen Krankheiten wie Gicht, Rheuma. Es ist blutreinigend, es ist harntreibend und unsere Blase reinigt. Es ist entzündungshemmend in unseren Gelenken und hat eine schmerzenlindernde und beruhigende Wirkung. Das ist wirklich ein super tolles Kraut. Und auch essbar. Durch das Giersch können wir mal viele fehlende Vitamine nach dem Winter wirklich in unseren Körper bringen. Besonders diese jüngeren Triebe, welche schon ab März treiben die raus und kann man die schon ernten und genießen. Die Gerschblätter kann man in Salat machen, kann man zu den Suppe geben. Heute machen wir einen Reissalat mit dem Giersch. Kann man auch Pesto machen. Ich habe zum Beispiel jetzt auch ausgewaschen, habe ein bisschen mehr geerntet in meinem Garten, habe auch noch ein bisschen von den Brennnessel dazwischen und Löwenzahn und lasse das alles trocken und dann verarbeite ich zu so einem Pulver, welche kann ich dann im Winter auch nutzen für Salate, Suppen, überall kann man das jetzt nutzen. Und das wollte ich euch kurz sagen und zeigen, das ist jetzt die Zeit, besonders jetzt im Mai, Juni, sehr viele Kräuter haben so viel wichtige Inhaltsstoffe in sich und nicht alle Kräuter kann man essen, zum Beispiel ganzes sozusagen Jahr. Die Giersch kann man fast ganzes Jahr ernten und essen, weil wir haben ziemlich milde Winter und manchmal sogar, wenn im Winter kommt im Garten, dann sieht man noch diese Triebe. Von den Giersch kann man sogar die Blüten auch oder Knospen auch verwenden für Salate oder Deko oder sogar auch so auch essen. Die manche Kräuter zum Beispiel den Brennnessel. Die Brennnessel für Tee muss mal bis dass die Blüten kommen, lieber ernten, weil dann die Blätter haben sehr viel Inhaltsstoffe und wenn er fängt zu blühen, dann gibt er die ganze Energie in die Blüte und dann in die Samen, diese wieder kostbare Samen, was wir dann im Herbst ernten. Aber für die Tee müssen wir jetzt im Mai, Juni die Brennnessel sammeln für den Tee. So, das war nur ganz kurze Info zu den Kräutern und jetzt fangen wir dann unseren Salat zu bereiten. So, alle Zutaten jetzt zu dem Salat habe ich vorbereitet. Den Reis habe ich schon vorgekocht und abtropfen lassen und ich habe dieses Reis genommen. Kann man überhaupt, egal welcher Reis nehmen, ob das Spitzreis oder Vollkornreis, auch sehr lecker. In meinem Fall heute so ein Mix. Dazu habe ich jetzt 3 Eier hart gekocht, ein Stückchen Gurken und ein Apfel. Kann man auch Sauergurken nehmen und zum Beispiel statt Apfel Birnen nehmen. Es ist wirklich anwendbar und kann man es alles immer umändern. Dann von den Kräutern, wie gesagt, der größte Teil habe ich jetzt mit Giersch genommen. Dann habe ich jetzt 2 junge Knoblauch
mit Grün, zwei kleine Zweige von den Minze. Und dann habe ich hier noch auf dem Balkon in meinem Kasten noch den Portulak. Und dann habe ich jetzt Portulak genommen. Sonst kann man hier wirklich auch unterschiedliche Wildkräuter nehmen, wie Gundermann oder Löwenzahnblätter oder sogar die Löwenzahnblüten. Aber leider, bis dass ich im Garten die Pflücke nach Hause komme, kann ich gleich Video machen, weil es meistens immer spät und am nächsten Tag die ganzen Blüten sind immer schon kaputt und das kann ich nicht machen. Und hier in der Nähe gibt es nie irgendwo, dass ich dann so Löwenzahnblüten ernten könnte, dass ich mir den Reis nur die gelbe Blüten mischen kann. Das sieht wunderbar, so echt hübsch, aber ist auch gesund. Dann könnt ihr auch Lappkraut nehmen, Sauerampfer kann man nehmen, ja, unterschiedliche Kräuter kann man, essbare Kräuter nehmen. So, wir werden jetzt erstmal den Reis, er ist gekocht und abgetropft, gebe ich da erstmal so 1-2 Esslöffel Olivenöl, können wir dann immer noch nachwürzen. Und dann als Säure kann man Zitronensaft, wie ich jetzt, oder kann man ein Kräuteressig nehmen, gebe ich dazu und schön verrühren, bevor wir alle Kräuter und Gemüse dazu geben. Da kann das schon ein bisschen fast wie so durchziehen mit dem Zitronensaft und Öl. Und jetzt schneiden wir einfach alles klein da rein. Und geben wir gleich in unsere Salatschüssel auch Apfel. Apfel kann man schälen oder wenn es die Haut nicht so hart, kann man auch mit den Schale schneiden. Die Scheibchen von den Äpfeln schneide ich noch ein bisschen, dass ich so eine Würfelchen bekomme und schneide ziemlich fein. Und alles auch in Salatschüssel. So, dann jetzt Kräuter. Alle Kräuter auch dann fein schneiden. Statt Knoblauchgrün kann man einfach Frühlingszwiebel nehmen. Und dann auch die Gerschblätter. Gersch kann man sogar die Stiele nehmen. Ach, was habe ich euch jetzt vergessen zu sagen, dass den Giersch kann man unterscheiden von den anderen giftigen Pflanzen, welche haben auch so eine Blätter. Das zeige ich euch jetzt. Die Stiele komplett kann man fein schneiden. Nochmal ein bisschen Blätter feiner schneiden. Das geben wir auch jetzt in Salatschüssel. Was würde ich euch noch gerne schnell zeigen? Unterscheidung von den Giersch und anderen ähnlichen Pflanzen. Das beste Merkmal ist, wenn ihr das Blatt jetzt rauszieht, unten ist immer so leicht oder sogar bis dunkel lila. Das ist das erste Merkmal. Und dann am Stiel, hier die Seite ist sie abgerundet, aber gegenüber ihr halt wie so eine Rinne. So kann man sagen, das ist der Stiel fast wie so ein Dreieck, nicht rund. Und das ist dann die beste Unterscheidung von anderen Pflanzen. Weil die anderen Pflanzen können auch so gebaut wie den, mit drei Teilen nach oben und rechts, links gegenüber. Aber den Stiel haben die meistens immer rund. So, das Kleinigkeit noch zur Info zu den Giersch. So, dann machen wir jetzt weiter. Schneiden wir noch nach Geschmack, liebe Freunde. Nicht jeder mag Minze oder Pfefferminze oder Melisse kann man auch reinschneiden. Aber so viel gibt ihr, so wie ihr es gerne mögt. Und am besten auch ziemlich fein die Blättchen schneiden. Dann ist das angenehm, wenn man drauf beißt. Die Stiele nehme ich nicht. Die Stiele kann man in den Tee reinmachen. So, auch rein. Und werden wir jetzt schon unseren Salat einmal umrühren mit den ganzen Kräutern. Och, wunderbar, das riecht. Da haben wir einen Schub Vitamine in unserem Körper. Und trotzdem ist es alles noch so lecker. Schmeckt sehr gut und zum Beispiel in die heißen Tage
Das ist wirklich ein schöner Salat. Macht auch satt und nicht zu viel Kalorien. So, und jetzt schneiden wir das Restliche. Das sind die Eier und Portulak. Und wie gesagt, es kann man Tomaten reinmachen, Paprika reinmachen. Auch viele Sachen kann man machen. Oder macht man statt Apfel sogar Weintrauben. Passt auch gut. Diesen Salat könnt ihr natürlich nicht unbedingt mit dem Öl machen. Wenn ihr eine mag Mayonnaise, dann könnt ihr vielleicht eine selbstgemachte Mayonnaise machen und vielleicht sogar so ein Rezept wie eine vegane Mayonnaise. Das habe ich auch in meiner Playlist, zum Beispiel von den weißen Bohnen. Und dann der letzte. Den schneide ich auch klein. Und wenn ihr als vegane Variante möchtet haben, dann nehmt ihr einfach die Eier raus und habt ihr eine vegane Variante von diesem Salat. So, jetzt brauchen wir alles noch gut umrühren, würzen und fertig unser Salat. So, jetzt brauchen wir unseren Salat nur würzen und dann ist er schon fertig. Geben wir schwarze Pfeffer, Salz. Und dann kann man oder Paprika edelsüß oder scharfe Paprika dazu geben. Oder ich gebe ein bisschen Chili. Muss aber nicht zu viel geben. Umrühren und dann probieren. Schaut, wie toll sieht er aus. Eventuell kann man auch Avocado reinschneiden. Es ist wirklich vielseitig verwendbar. So, jetzt probiere ich. Von Apfel kommt die Süße. Das Salz ist ein bisschen und ich glaube, es muss noch ein bisschen Öl rein. Ich glaube, jetzt braucht er nur ein bisschen ziehen. Jetzt schon schmeckt sehr lecker. So, liebe Freunde, sind wir wieder mal fertig und ich hoffe, es wird euch diese gesunde Reisrezept, Reissalat sehr gefallen und ich würde mich sehr freuen über eure Kommentare, über Daumen hoch. Vielen, vielen Dank, liebe Freunde. Ich hoffe, dass einer oder die andere es ausprobiert und mir dazu was schreibt. Ich wünsche euch alles Gute, liebe Freunde. Bleiben Sie gesund, genießt die Natur. Und genießt das, was uns Natur schenkt. Ich wünsche euch alles Liebe.